Leben in der letzten Zeit. Amen. Nur ein paar sagen Amen. Es ist die letzte Stunde. Es ist eine bedeutende Zeit, eine sehr bedeutende Zeit für die gesamte Menschheit. Und ich möchte mit uns über eine bedeutende Situation sprechen oder ausgehen von einer sehr bedeutenden Situation. Und das Übertragen, beziehungsweise Jesus selber, zeigt uns, wie bedeutend diese Situation weitergeht durch die ganze Geschichte, bis er wiederkommt. Ich möchte mit uns lesen aus dieser bekannten Begebenheit, die sicher die ihr schon lange gläubig seid oder auch noch nicht so lange gläubig seid, kennt. Aus Matthäus 26, ab Vers 36 bis Vers 41. Da steht geschrieben, da kommt Jesus mit ihnen, nämlich den Jüngern, zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist eine sehr bedeutende Begebenheit, nämlich das Gebet Jesu in Gethsemane. Vielleicht denken einige, warum ist das so bedeutend? Ja, es ist wirklich heilsbedeutend und entscheidend, weil hier findet ein Kampf statt. Und wie heftig der war für Jesus, zeigt uns die Tatsache, dass er seine Jünger um Gebetsunterstützung bittet. Niemals zuvor hat Jesus die Jünger irgendwie um Hilfe gebeten. Niemals finden wir diese Situation. Und hier an diesem Punkt seines Lebens bittet er die Jünger, sagt, wacht mit mir. Weil es so eine herausfordernde Situation war, weil das eine Situation war, die auf Messerschneide stand. Jesus macht das deutlich ein paar Verse weiter, als er dann gefangen genommen wird und Petrus dann sein Schwert zückt und Jesus verteidigt und dann sagt Jesus, was soll das, Petrus? Wenn ich zum Vater rufe, schickt er mir 12 Legionen Engel. Und was wäre dann passiert? Endgültige Verlorenheit aller Menschen. Gericht Gottes direkt über alle Menschen. Keine Erlösung, kein Erretteter. Es ist die herausforderndste Situation, in der Jesus letztendlich, vorher war er immer so souverän. Er hat in solch einer Souveränität den Jüngern immer wieder gesagt, ich werde ans Kreuz gehen, sie haben es nicht verstanden. Er hat seinen Blick gerichtet auf Jerusalem, heißt es vorher, ganz konzentriert auf dieses Ereignis hin. Und als er hier jetzt kurz davor steht, der Nacht davor am Abend, kommt die Macht der Finsternis und der Sünde so geballt über ihn und gleichzeitig auch ein Bewusstsein, was es bedeutet, diese Schuld und Sünde der ganzen Menschheit zu tragen.
was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Er sagt, meine Seele, er bringt es seinen Jüngern gegenüber zum Ausdruck und sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Ihm graute sehr. Wir hören das niemals von Jesus vorher. Und er bittet sie dann oder sagt ihnen, befiehlt ihnen, bleibt hier und wacht mit mir. Wacht mit mir. Da geht es nicht nur darum, dass sie nicht physisch einschlafen, sondern dass sie geistlich wachsam sind. Bedeutet, dass sie geistlich die Situation einschätzen können, worum es hier eigentlich geht. Aber offensichtlich haben sie es nicht einschätzen können. Es ist eine ganz grundlegende, heilsbedeutende Situation, dass du hier sitzt und errettet bist, ist deshalb, weil Jesus ja gesagt hat, dort im Gebet und gesagt hat, Vater, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Jesus bringt das zum Ausdruck, wie schwer es ihm fällt in diesem Gebet. Und er betet offensichtlich einige Stunden dort. Aber die Jünger konnten nicht mal eine Stunde lang körperlich wach bleiben. So wenig haben sie die Bedeutung dieser Situation wahrgenommen. Sie haben irgendwie überhaupt nicht gerafft, um was hier eigentlich geht. Obwohl Jesus ihnen so deutlich sagt, ich bin betrübt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Wacht mit mir, hier hatten sie endlich die Gelegenheit. Es war so eine winzige Gelegenheit, in diesem Heilsgeschehen eine Hilfe, Gebetshilfe zu bringen. Und sie versagen so jämmerlich. Sie schlafen einfach ein. Wir befinden uns seit der Erlösung Jesu Christi, seit Pfingsten noch deutlicher, in einer ganz heilsbedeutenden Situation. Es geht darum, dass dieses Werk, das Jesus getan hat, die Erlösung, die er vollbracht hat, dass Menschen diese Erlösung ergreifen und nicht verloren gehen. Wir leben in der letzten Zeit. Jesus kommt sehr, sehr bald. Die letzte Zeit hat angefangen, in der letzten Zeit werde ich meinen Geist ausgießen, als der Heilige Geist auf diese Erde kam, vor fast 2000 Jahren ungefähr circa. Dann weißt du, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Wir leben am Ende dieser letzten Zeit und Jesus kommt bald und er möchte, dass Menschen errettet werden. Das ist sein Anliegen. Er hat hier in Gethsemane gekämpft. Das heißt, ein anderer Evangelist berichtet, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen wurde. So kämpfte er, damit Erlösung stattfindet. Das ist sein Anliegen. Das ist sein Herz. Und er möchte, dass Menschen, viele, viele Menschen errettet werden. Es ist die letzte Zeit, die letzte Stunde. Und was da gilt, es ist eine geistliche Auseinandersetzung, ein geistlicher Kampf, das wird hier deutlich, Jesus macht es selber deutlich. Was hier gilt, ist zu beten. Wacht mit mir. Und er kommt zurück und findet die Jünger schlafend. Und er findet ganz deutliche Worte und er sagt, könnt ihr, er bringt seine Enttäuschung zum Ausdruck, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen. Könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Nämlich geistlich sich öffnen, wahrnehmen, was da abgeht, was da eigentlich vor sich geht. Wenn wir geistlich wach sind, wachsam sind, geistlich wachen, dann wird uns oder bekommen wir ein Bewusstsein über die Situation, in der wir leben momentan. Dann bekommen wir ein Empfinden, wie nah das Kommen Jesu ist. Dann bekommen wir ein Empfinden, wie schrecklich es ist, wenn Menschen sterben ohne Jesus und ewig verloren sind.
dann bekommst du ein Empfinden und eine Liebe, die Liebe Jesu. Wir beten oftmals, dieses Gebet ist schon so oft gebetet worden, Herr, gib mir doch diese Liebe zu den Menschen. Wenn du geistlich wach bist, dann bedeutet das, du erkennst, wie katastrophal die Situation deines Nachbarn ist, wenn er jetzt im nächsten Moment stirbt. Deine Generation, in der du lebst, die sterben dahin. Deren Zeit geht vorbei. Sie haben nur noch kurze Zeit. Und wenn wir geistlich wachsam sind, geistlich wahrnehmen, was da abgeht, nämlich, dass sie in Ewigkeit verloren sind, getrennt von Gott, keine Chance mehr haben, gerettet zu werden. Die Jünger waren nicht wachsam, sie wachten nicht, sie konnten diese geistliche Dimension dieser Situation überhaupt nicht einschätzen, überhaupt nicht unterscheiden. Und mir kommt es vor, so geht es uns heute genauso. Diese geistliche Dimension der Situation, in der wir leben. Das Einzige, was zählt und was wichtig ist, ist, dass Menschen errettet werden. Wir sind so schnell berührt und bewegt, wenn du mitbekommst, dass dein Freund, dein Nachbar, dein Bekannter, dein Verwandter, dein Bruder, deine Schwester in der Familie, wenn die plötzlich ganz schwer erkranken, dann fängst du an zu beten und sagst, oh Herr, bitte, bitte, bitte. Aber was ist vorher? Was ist, wenn der gesund bleibt, bis er 70 ist und dann stirbt er und ist in Höllenpein in Ewigkeit? Und hier sehen wir, dass unsere Gebete oftmals nur bestimmt sind von unserer Emotion und unserer Seele, von unserem Diesseits hier in diesem Leben. Aber wenn geistliche Wachsamkeit in unserem Herzen ist, wenn wir wach sind mit Jesus, wacht mit mir, sagt Jesus. Das ist übrigens, er sagt das zu seinen Jüngern, er nimmt drei seiner Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus. Das waren auch die drei, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren, die seine Herrlichkeit geschaut haben, die das genossen haben, die gesagt haben, Jesus, wir wollen hier bleiben, wir bauen drei Hütten, wir bleiben hier in Ewigkeit. Aber als es hier gilt zu beten, versagen sie so jämmerlich. Sie schlafen einfach ein. Sie checken nicht die geistliche Dimension dieser Situation. Und Jesus möchte, dass wir diese geistliche Dimension wirklich wahrnehmen und erkennen, in der wir uns befinden. Und dann gibt Jesus, er kommt zurück, findet deutliche Worte. Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann gibt er ein Gebot. Das ist keine Option, das ist ein Gebot Jesu. Er sagt, wacht und betet. Hast du jemals über dieses Gebot Jesu nachgedacht? Gebet ist nicht eine Option, sondern Jesus gibt hier ein Gebot, einen Auftrag und sagt, euer Auftrag ist zu wachen und zu beten. Gebet ist nicht eine Option der Gemeinde von Christen. Ja, ich bete, wenn ich Lust habe, wenn es mir danach ist, wenn ich in Not bin, wenn ich jemand sehe, der in Not ist. Nein, Jesus sagt, wacht und betet. Diese Kombination, nämlich erkennt die geistliche Situation und betet gemäß dieser geistlichen Situation. Erkenne, wie verloren deine Nachbarn, Freunde, Bekannten, unser Land ist und bete dementsprechend. Es ist keine Zeit zu schlafen. Und Jesus sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde wachen und mal euch ausstrecken, ausrichten vom Geist Gottes, ausrichten lassen, dass ihr erkennt, wie katastrophal es ist, wenn Menschen verloren gehen. Dann fängst du automatisch an, in deinem Herzen zu weinen, wenn du das erkennst, wie schrecklich es ist, wenn Menschen
unter das Gericht Gottes kommen, weil sie keine Vergebung haben. Da schwirren so viele Lehren rum unter Christen, die so allversöhnerisch auch sind. Ja, Gott ist ja so lieb und er macht das schon irgendwie und die Menschen sind ja schon alle errettet, die wissen es nur noch nicht. So ein Unsinn. Sie sind verloren, wenn sie Jesus nicht haben, wenn sie nicht Vergebung erleben. Und Jesus ruft uns auf. Es ist ein Weckruf zum Gebet. Er ruft dich auf und sagt, wache doch und bete. Richte dich geistlich aus, um zu erkennen, in welcher Situation du bist. Es ist so fantastisch, errettet zu sein. Ich genieße meine Erlösung, genieße meine Gotteskindschaft. Ist fantastisch. Aber weißt du, wenn du entdeckst, wie großartig der Dienst ist, zu beten für die Verlorenen, dann wird deine Gotteskindschaft, bekommt sie noch einen viel größeren Sinn. Wacht und betet. Und Jesus sagt dann, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dieser Vers, den habe ich schon so oft gehört, der wird so oft zitiert. Und das macht es uns dann so leicht. Ja, der Geist ist halt willig, das Fleisch ist schwach. Hat ja Jesus schon gesagt, macht ja nichts, wenn ich nicht bete, wenn ich nicht wachsam bin. Ich möchte euch zeigen, was die Bibel uns sagt dazu. Sie sagt, ja, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und deshalb lasst euch lenken vom Geist, von deinem wiedergeborenen Geist, du Gotteskind. Da ist der Heilige Geist, hat in dir etwas hineingeboren, nämlich etwas Göttliches, dein Geist. Und dieser Geist soll dich lenken. Ein bekannter Theologe, Samuel Keller, er sagt, Fleisch und Blut sind wie wilde, übermütige Pferde, der Geist aber ist ihr Lenker. Die Zügel sind Wachen und Beten. Fleisch und Blut, das ist unsere Natur, das ist dein Körper, das ist deine Seele. Sie sind wie übermütige, wilde Tiere, die gezügelt werden müssen. Aber dein wiedergeborener Geist, nicht dein Fleisch und Blut sollen regieren, sondern dein wiedergeborener Geist, er soll diesen Körper, diese Seele zügeln. Und was ihn zügelt, so bezeichnet er es, und das finde ich so fantastisch, ist, der eine Zügel ist Wachen, der andere Zügel ist Beten. Dann bist du ausgerichtet. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist dieser Schwachheit, die wir empfinden, euer Fleisch ist schwach, aber deshalb kommt der Heilige Geist uns zu Hilfe. Aber nicht unserem Fleisch, sondern der Heilige Geist, er ist wirksam in deinem wiedergeborenen Geist. Du bist in Verbindung, das Gotteskind, ein Kind Gottes steht in Verbindung durch seinen Geist. 1. Korinther 6, 17, da steht geschrieben, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ich bin mit Christus verbunden, du bist mit Christus verbunden. Da ist ein Geist, du bist ein Geist mit ihm durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wohnt in deinem Geist. Er wohnt nicht in deinem Fleisch, sondern er wohnt in deinem Geist. Und aus deinem Geist, aus unserem Geist, sollen wir auch beten. Unser Gebet soll nicht aus dieser äußeren Hülle kommen, das dann bestimmt ist von unseren äußeren Umständen, von unseren Wünschen, Begierden, Annehmlichkeiten, Selbstsüchteleien, seelischem Mitleid, aber nicht göttlich gelenkt, weil unsere Seele kann das nicht erkennen, sondern der Heilige Geist ist in unserem Geist, wohnt er. Und da gibt es eine schöne Stelle, die uns so Offenbarung gibt, wie der Heilige Geist wirkt.
nämlich in Römer 8, Vers 26 und 27. Da steht Folgendes geschrieben. Gleicherweise, ich lese mal hier aus der Menge-Übersetzung vor, gleicherweise kommt uns aber auch der Heilige Geist in unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir in jedem besonderen Fall beten sollen. Da tritt dann der Geist selbst mit seufzendem Flehen, das sich nicht in Worte fassen lässt, oder in unaussprechlichen Seufzern für uns ein. Und der die Herzen erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechenden Weise für Gottes Angehörige eintritt. Hier wird uns gesagt, hier geht es nicht direkt um Zungenrede, sondern hier geht es darum, und das ist offenbarend, dass der Heilige Geist selbst betet. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Der Heilige Geist selber in Person hat ein Gebetsleben. Er selbst betet. Und zwar in einer Weise, die wird uns hier beschrieben, und zwar in unaussprechlichen Seufzern. Er betet in einer Weise, in einer Hingabe, in einer Leidenschaft, in einer Fürsorge, in einer Liebe, dass er keine Worte findet. Da gibt es keine Worte, das zum Ausdruck zu bringen. Es ist ein Seufzen, ein Stöhnen, weil er dieses Leid, weil er so eine Bürde hat. Und er tritt ein für uns Menschen und er tritt ein, insbesondere heißt es, für uns. Er betet für dich. Kannst du dir vorstellen, dass der Heilige Geist für dich betet? Er, der dich besser kennt, als du dich selber kennst. 1. Korinther 2 wird uns das, zeigt uns die Bibel, dass niemand weiß, was im Menschen vorgeht in seinem Innern, als nur der Geist des Menschen. Und genauso weiß niemand, was im Herzen Gottes vorgeht in seinem Wesen, als nur der Geist Gottes. Uns aber ist der Heilige Geist gegeben, heißt es dann, damit wir Gottes Herz kennen und die Dinge, die er uns geschenkt hat. Aber der Heilige Geist, er kennt dich, er kennt mich, er kennt meine Schwächen, er kennt meine Fehler, er kennt mein Herz, er kennt die Gedanken, die niemand kennt, er kennt die Situationen, wo ich Dinge gedacht habe oder du gedacht hast, wo du sagst, das will ich, dass es niemand erfährt, aber er weiß es und er betet für dich. Er betet leidenschaftlicher. Er betet in mehr Liebe und Hingabe, als es je ein Vater und Mutter für sein Kind tun kann. Mit unaussprechlichen Seufzern tritt der Heilige Geist ein. Für dich und für mich. Und dieser Heilige Geist, mit dem stehen wir in Verbindung, sagt uns die Bibel. Wir sind ein Geist mit ihm. Und in deinem Geist, in deinem wiedergeborenen Geist, weil Gott mich wiedergeboren hat, deshalb habe ich Verbindung zu ihm. Und alles, was der Heilige Geist, was ihn ausmacht, das offenbart er, das legt er in meinen Geist hinein. Und wie Samuel Keller gesagt hat, der Geist lenkt, der Lenker ist der Geist, mein Geist, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Der Lenker ist der Geist. Und mein Geist ist unterordnet sich dem Heiligen Geist. Nicht meinem Fleisch und Blut, nicht meinem natürlichen Menschen. Und wenn ich dann wahrnehme in meinem Geist, dass der Heilige Geist betet für mich. Das Wort Gottes ist dafür da, dass es uns Offenbarung schenkt. Das bedeutet nicht, dass er dir in deinen Geist etwas Neues gibt, denn alles habe ich empfangen durch den Heiligen Geist. Aber wenn Offenbarung geschieht,
dann werden mir die Dinge bewusst, die Gott schon gegeben hat. Vielleicht wird dir jetzt zum ersten Mal heute bewusst, der Heilige Geist betet. Er betet für Menschen, er betet für dich. Und er möchte, sein Verlangen ist es, dass wir uns ihm hingeben, als Gefäße. Wir sind oder werden oftmals so trainiert, so geschult, so getränkt, die Dinge, Wunder, das Wunder geschehen und Zeichen und all das geschieht. Aber der wichtigste Dienst, den ich in der Bibel erkenne, ist der Dienst des Gebetes. Und das ist die Grundlage für alles andere. Und der Heilige Geist möchte dir seine Salbung geben. Dir selber, er selber dir seine Hände oder Menschen seine Hände auflegen. Wenn sie nur bereit sind, sich ihm hinzugeben, ihren Mund ihm zu geben, zu beten. Wenn du nur bereit bist, deinen Körper ihm zu geben, dein Leib, zu sagen, hier bin ich. Ich stimme überein mit dem, was du betest, was du sagst. Ich bin ein Geist mit dir. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther 14, Vers 1 und 2, da wird deutlich, macht Paulus deutlich, wer in Sprachen betet, betet im Geist. Das bedeutet jetzt nicht, wer nicht in Sprachen betet, kann nicht im Geist oder aus dem Geist heraus beten. Aber wenn wir in unserer Muttersprache beten, dann ist es so leicht, dass das vermischt wird mit unseren eigenen Anliegen, mit den Dingen, die uns bewegen, mit den Dingen unserer Seele. Aber die Bibel zeigt uns hier etwas Herrliches auf, nämlich der Heilige Geist, wenn er dich erfüllt hat, wenn er in deinem Leben ist, dann hat er dich auch befähigt und du kannst in einer Sprache beten, von der die Bibel sagt, dass es eine himmlische Sprache ist. In dieser Sprache beten wir Geheimnisse zu Gott. Niemand versteht sie. Ich nicht selber, auch nicht. Aber was da geschieht, ist Unterordnung und Hingabe. Und ich sage, hier bin ich, mein Mund gehört dir, Heiliger Geist. Und ich stimme mit dem überein, was du betest. Und ich gebe dir meinen Mund, ich gebe dir meinen Körper. Und das macht es so leicht zu beten. Der Heilige Geist betet nämlich, er hat ein Gebetsleben. Und er möchte, dass wenn wir das wahrnehmen und wenn wir uns dem hingeben, dann ist es so leicht zu beten, dann ist es auch leicht, eine Stunde zu beten. Dann ist es leicht, und ich spreche aus Erfahrung, dann ist es leicht, 2 Stunden zu beten oder 3 Stunden zu beten. Hast du schon mal versucht, 3 Stunden am Stück zu beten oder nur 1 Stunde am Stück zu beten? Irgendwann sagst du, ich weiß gar nichts mehr. Ich wiederhole das alles nur noch. Aber wenn du in neuen Zungen betest, die Sprache des Geistes, des Heiligen Geistes, des Himmels, in dieser himmlischen Sprache, eins mit ihm, dann kannst du beten, wenn ich nachts aufwache und nicht mehr schlafen kann, wisst ihr, was ich mache? Ich bete in Zungen. Ich bete in Zungen und ich weiß dann nicht, wie lange ich in Zungen gebetet habe, und dann schlafe ich wieder ein. Aber ich bete in Zungen. Und dann habe ich kein Stress, ich müsste jetzt einschlafen und ich will jetzt doch einschlafen, sondern dann bin ich total relaxed. Wer nämlich in Zungen betet, sagt die Bibel, der erbaut sich selber, da kommt der Friede Gottes in dein Herz. Aber nicht nur das, sondern du betest das, was Gott gebetet haben will. Ist mir seit einiger Zeit so groß geworden, dieses Gebet. Ich sage, Herr, ich möchte beten, was du gebetet haben willst. Wenn ich bete, will ich beten, was du gebetet haben willst. Nicht, was ich beten möchte. Nicht, was mir jetzt gerade aus Mitleid oder weil ich das jetzt gesehen habe,
Das muss nicht verkehrt sein, dass ich dafür bete, aber meistens sind wir nur so gesteuert. Das, was wir gerade mitbekommen, sehen, wenn wir es nicht bekommen, nicht mitbekommen, auch kein Gebet. Ich finde das so fantastisch und ich glaube, dass das die Art des Heiligen Geistes ist. Und deshalb finde ich es eine spannende Zeit, in der wir leben und gleichzeitig eine Riesenherausforderung, dass wir, ja, und eine Gelegenheit, dass wir wirklich in dieses Leben des Wandelns im Geist hineinkommen. Weil meistens sind wir ja nicht anders wie die Menschen, die ohne Gott leben und ohne Wiedergeburt und nicht neu geboren sind und nicht diese Verbindung zu dem himmlischen Gott haben, zum Heiligen Geist, der unser Lenker ist durch unseren Geist. Wir bekommen dann Informationen, wir haben Gemeinschaft miteinander, oh, dem geht's schlecht und dem geht's schlecht und lasst uns noch eine Gruppe bilden, dass wir alle wissen, wie es jedem Einzelnen geht. Das ist grundsätzlich ja gar nicht verkehrt, aber das, was Durchschlagkraft hat, was wirklich Wirkungsvolles und wirklich Gebet ist vor Gott, ist, wenn wir aus unserem Geist heraus beten. Und diese anderen Möglichkeiten, sie verführen uns, dass wir nicht wachsam sind. Denn Jesus sagt, wacht. Das bedeutet, dass ich mich hinsetze, mir Zeit nehme und sage, Heiliger Geist, gib mir Klarheit. Lass mich sehen, lass mich erkennen. Und dann zeigt dir der Heilige Geist Dinge in der Gemeinde, für die du beten sollst. Oder du betest in Zungen. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn ich in Zungen bete, dass ich da Botschaften empfange, während ich bete. Es ist mir plötzlich wie eine Botschaft, kommen mir Botschaften für Menschen, für Geschwister in der Gemeinde. Und diese Botschaften sind Offenbarungen für mich, während ich im Geist bete, in Zungen bete. Ich bin wachsam und Jesus sagt, wacht doch. Du kannst nicht beten, wirklich wirksam beten, wenn du nicht wachst. Die beiden Dinge gehören zusammen. Zuerst, Jesus hat gesagt, als er dort in einen Steinwurf weit weg geht von den drei, hat er gesagt, wacht mit mir. Er hat nicht gesagt, betet mit mir. Er hat gesagt, wacht mit mir. Dann sagt er, gibt er das Gebot und sagt, wacht und betet. Weil es zusammengehört. Ich kann mir den Reim nur da so machen, dass nämlich Jesus, ihm war klar, wenn ihr wacht, dann switcht das über in Gebet. Wenn ihr nämlich erkennt, was geistlich abgeht, wie die Situation ist, dann betest du automatisch. Und zwar aus deinem Geist heraus, nicht aus deinem Fleisch und Blut, nicht aus deinen natürlichen Emotionen, sondern das, was Gott gebetet haben will. Die Jünger hätten hier beten können, lieber Vater, mach doch, dass es unserem Herrn Jesus, dass der nicht so leiden muss, dass der gar nicht leiden muss. Das ist so ein typisches seelisches Gebet. Sie hätten ohnehin nur richtig beten können, wenn sie geistlich wachsam gewesen wären und erkannt hätten, was jetzt mit Jesus passieren muss, damit Erlösung geschieht. Im Willen Gottes zu beten, und das macht hier Römer 8, 26, 27 deutlich, der Heilige Geist betet dem Willen Gottes gemäß. Er betet automatisch dem Willen Gottes gemäß. Wenn du in Zungen betest, dann betest du, musst du dir niemals Gedanken machen, ob du im Willen Gottes betest. Du betest automatisch dem Willen Gottes gemäß. Du bist eins mit dem Heiligen Geist, du betest im Geist. Und dann betest du dem Willen Gottes gemäß. Und was dann passiert, wenn du so betest, wenn du solche Gebetszeiten hast, ist, dass du auch erkennst in deinem Verstand, in deinem Sinn, was der Wille Gottes ist. Wenn er noch so abwegig dir erscheint, weil es dich was kostet, dann erkennst du das.
weil da Botschaft kommt, wenn du in Zungen betest. Der Heilige Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Wenn du sagst, ich bin schwach, du sagst, Jesus hat schon gesagt, ja, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, dann erwidert uns das Wort Gottes, aber der Heilige Geist nimmt sich dieser Schwachheit an. Und er möchte, dass dein wiedergeborener Geist die Zügel ergreift. Jesus sagt zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ihr, die drei Jünger waren dort, Petrus, Johannes und Jakobus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir zusammen wachen? Kann es sein, und das ist ein Impuls, den ich seit zwei Wochen in meinem Herzen trage, der sehr stark ist, könnt ihr Gemeinde in Büdingen nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich bin überzeugt davon, wenn wir eine Stunde wachen, pro Woche, pro Tag, das wäre noch besser, dann würde dein Gebetsleben explodieren. Wenn du nämlich dir bewusst wird, wie die geistliche Situation ist. Wie verloren und was es bedeutet, wenn Menschen verloren gehen. Dann explodiert dein Gebetsleben. Und dann betest du nicht gelangweilt, sondern dann betest du, wenn du anfängst zu beten, dann ergreift es dich. Dann passiert das, was du dir vielleicht lange wünschst und sagst, ich möchte Tränen haben für die Verlorenen. Das passiert dann, wenn du anfängst zu wachen. Du anfängst und sagst, Heiliger Geist, zeig mir, wie nötig das ist. Vielleicht ist das eine große Hilfe, wenn du diese Begebenheit, lies sie jeden Tag. Möchte ich dir empfehlen, lies sie und sag, Heiliger Geist, zeig mir, weil hier in Gethsemane kannst du erkennen, wie massiv und wie zerstörend, in Ewigkeit zerstörend Sünde ist und Verlorenheit, was es bedeutet. Gethsemane, dieses Wort bedeutet Ölpresse. Dieser Garten war am Fuß des Ölbergs. Dort wurden die Oliven ausgepresst. Im Natürlichen, das war kein Zufall, dass Jesus mit ihnen dort nach Gethsemane geht. Und dort ist nämlich... Und er erlebt das geistlich, er wird zertreten, zerpresst von der Macht der Sünde, weil er das auf sich nimmt. Lies es und sag, Heiliger Geist, ich möchte wachen. Heiliger Geist, ich möchte von meinem Geist gelenkt sein. Und wenn wir wachen, eine Stunde in der Woche, ein Tag, eine Stunde pro Tag, das wäre gewaltig. Das neulich mitbekommen und ich fand es so traurig. Ich will mich nicht lustig machen darüber. Ich finde es traurig, schade, herzzerreißend. Das so mitbekommen in der Gemeinde, da wird dann aufgerufen, am Sonntagmorgen, kommt, lasst uns mal eine Minute, wenigstens eine Minute in der Woche, pro Woche, wenn wir zusammenkommen, an Menschen denken, die verloren gehen und jetzt für die beten. Und mich hat es so getroffen und ich habe gedacht, darum geht's doch aber nur eigentlich. Warum nur eine Minute? Warum nicht 24 Stunden am Tag? Und Jesus sagt, könnt ihr nicht nur wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Es geht um die Errettung von Menschen. Es geht um die ewige Verlorenheit von Menschen. Jeder, der versucht hat, schon zu evangelisieren, dem muss das bewusst sein. Dein Reden und dein Verkündigen, das ist erst das Ende von dem ganzen Prozess. Sondern das Wichtigste ist Gebet. Das Wichtigste ist, dass wir eintreten für sie.
dass da geistlich etwas in Bewegung gesetzt wird. Ich habe eingangs des Jahres von Erweckung, Erweckung in Wales. Die ist auf eines zurückzuführen, nämlich auf Gebet, auf nichts anderes. Auf Gebet. Auch nicht auf besondere Gebetstechniken. Das waren alte Ohmchen, nicht viele, aber sind wach erweckt worden in ihrem Geist. Sie haben gesagt, die Gemeinde liegt am Boden. Die Christen liegen am Boden. Da passiert nichts, da geschieht nichts wirklich was. Und es kann niemand errettet werden, weil die Gemeinde, weil da kein Leben ist, weil da Gott einfach nicht gegenwärtig ist. Und sie haben einfach, ganz einfach gebetet. Sie haben nicht diese Technik angewandt und jetzt müssen wir das tun, so proklamieren und dann das proklamieren. Sie haben sich versammelt und zu Gott gerufen und gesagt, Herr, erbarme dich über unser Land und über unser Volk. Und das Tag für Tag, Nacht bis in die Nächte hinein, haben sie gebetet. Nicht die großen Scharen, aber einzelne Menschen, die treu waren. Und dann hat Gott sich, das hat den Weg bereitet, dass Gott wirken konnte. Und diese Erweckung ist so, so gewaltig gewesen. Mich berührt das immer wieder, wenn ich darüber lese, wenn ich Dinge dafür von höre. Das war eine Erweckung, wo sich Menschen heute, Gemeinden heute danach sehnen. Nämlich, dass wirklich in der Gesellschaft sich die Dinge verwandeln, Heiligkeit sich ausbreitet, ohne dass irgendjemand in die Politik als Christ gegangen ist. Das war einfach, die Gesamtatmosphäre hat sich verändert, wenn Gott in seiner Souveränität sein Heil und seine Heiligkeit offenbart. Und Gott ist dabei, er möchte das tun. Erweckung kommt nicht einfach so. Die Bibel macht uns das deutlich, damit möchte ich schließen. In Sacharja 10,1, da steht geschrieben, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Der Spätregen war der wichtigste Regen für die Ernte, damit die Ernte wirklich, wirklich ertragreich war. Da gab es den Frühregen, das war kurz nach der Aussaat. Und der Spätregen war, als sich die Ähren ausgebildet haben, als die Frucht dann sich gebildet hat. Der war immens wichtig. Und Gott sagt, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Das bedeutet, es war die Zeit des Spätregens, oder wenn die da ist, ist nicht automatisch der Spätregen auch da. Es ist die Zeit für Erweckung, davon bin ich überzeugt. Es ist die letzte Zeit, aber nicht automatisch geschieht Erweckung. Es geschieht da Erweckung, wo Menschen sich vom Geist Gottes bewegen lassen, wach werden, wacht und betet. Wacht, und wenn du wachst, dann wirst du beten. Es ist die Zeit für Erweckung, es ist die Zeit für Errettung. Es ist die Zeit dafür, dass deine Generation nicht hinstirbt und verloren ist. Denk mal an deine Schulkameraden. Ich war so schockiert, als ich hörte, dass mein Schulkamerad an Krebs gestorben ist. Ich wusste gar nichts davon. Und das hat mich so massiv getroffen, weil ich nicht wusste, dass er so schwer an Krebs erkrankt war. Er hat in München die meiste Zeit gelebt. Und es hat mich so massiv traurig gemacht, weil ich dachte, vielleicht hätte ich ihm nochmal von Jesus erzählen sollen. Vielleicht hätte ich habe gar nicht mehr für ihn gebetet. Ich habe lange Zeit für ihn gebetet. Ich habe mit ihm das Evangelium geteilt. Keine Frage. Aber vielleicht hätte er doch. Aber wie werde ich auf sowas aufmerksam? Ich konnte gar nicht aufmerksam werden. Aber wenn ich wache, wenn ich wachsam bin, dann kann mich der Heilige Geist, dann ist es möglich. Und dann fange ich an zu beten. Und eine Riesengelegenheit ist es, dass wir Disziplin halten. Und ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich habe das auf dem Herzen und das bewegt mich und das ergreift mich, dass wir als Gemeinde einen Auftrag haben zu beten.
Wachen und beten. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Es ist keine Werbung für die Gebetsstunde, das sei ferne, das will ich nicht, dass ich jetzt das als Werbung nutze. Aber wenn die Gemeinde ein Punkt, das ist im Leben generell so, wenn wir gewisse Disziplin haben, Strukturen haben. Als Petrus und Johannes, sie gingen der Gewohnheit nach in den Tempel, heißt es. Das war ihre Gewohnheit. Und da saß plötzlich der Gelähmte. Und dann war das Wunder und dann haben sich so viele bekehrt. Warum sind sie mit dem Gelähmten zusammengetroffen? Weil sie der Gewohnheit nach in den Tempel gegangen sind. Gewohnheiten sind nicht grundsätzlich verkehrt, sondern grundsätzlich oftmals ganz wichtig und hilfreich. Und wenn wir so einen Punkt haben, einen Ort, einen Zeitpunkt, wo du sagst, da versammelt sich die Gemeinde zu beten, das ist eine Hilfe für jeden Einzelnen. Und das heißt, wacht ihr. Es geht um Gemeinschaft zusammen. Wacht und betet. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich möchte das bei euch lassen. Es ist das Wort Jesu. Könnt ihr nicht eine Stunde zusammen mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, dass ihr nicht in Anfechtung kommt und darin fallt. Wer wacht und betet, an dem wird der Tag des Herrn, wenn er kommt, niemals vorbeigehen. Du wirst wissen, du wirst bereit sein, wenn Jesus kommt. Wenn es um Versuchung geht, am Ende der Zeit, ganz am Ende der Zeit, bevor Jesus kommt, wird die Versuchung, das sagt uns die Bibel, am Ende wird die Liebe in ganz vielen erkalten, wird die Versuchung und die Anfechtung, diese endzeitliche Anfechtung am größten sein. Aber Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr darin dann nicht fallt, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Es ist ein Weckruf, uns auszurichten auf den Heiligen Geist, in unserem Geist. Die Zügel von Wachen und Beten deinem Geist zu geben, deinem inneren Menschen und zu sagen, darauf zu hören. Wie oft, und es geht mir immer noch so, nicht mehr so oft, aber wie oft, und das zeigt, mir hat das immer gezeigt, wie wichtig das ist. Wenn Gebetsstunde war, dass ich an diesem Tag nachmittags schon so erschöpft war und dachte, ich will nur zu Hause bleiben, aber nicht in die Gebetsstunde. Und wenn ich dann da war, war das so herrlich. Wacht und betet. Aber das zeigt uns hier, unser Fleisch und Blut ist da erschöpft dann plötzlich. Aber der Geist, dein Geist soll der Lenker sein, dich lenken und dich führen. Und dann, wenn du betest, dich auszurichten nach dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du die Taufe im Heiligen Geist und die Sprache des Himmels, nämlich die Zungenrede empfangen hast, bete doch. Es gibt so viele Christen, die haben das empfangen und die beten so wenig oder so gut wie gar nicht in dieser Sprache, weil es dir so komisch vorkommt. Das ist so. Weil es nicht unserem Denken, unserem natürlichen Verstand entspricht. Bete in Zungen und du wirst erkennen, welche eine Dimension an Kraft darin liegt. Und wenn du es noch nicht empfangen hast, der Heilige Geist will dich erfüllen, will dich beschenken. Du brauchst dich nur auszustrecken und zu sagen, Jesus, taufe mich im Heiligen Geist. Mein Gebet heute Morgen ist es, dass wenn du nicht im Heiligen Geist getauft bist, dass er dich tauft im Heiligen Geist. Mein Gebet ist es heute Morgen, wenn du im Heiligen Geist getauft bist, dass er dich ganz neu und frisch erfüllt, dass du übersprudelst von seiner Gegenwart und Gnade und du ganz neu erweckt wirst, zu beten, auch in dieser Sprache zu beten, wachsam zu sein. Ich möchte jetzt beten, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das Geist und Leben ist. Ich danke dir, Jesus,
dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, gesandt hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du für uns eintrittst, dass du für uns da bist, dass du uns beschenkst, ja, dass du für uns sogar betest, Herr, mit unaussprechlichen Seufzern. Und wir brauchen deine Hilfe, Herr, damit wir deine Worte in unserem Leben umsetzen können. Wachsam zu sein und zu beten, Herr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade jedem Einzelnen dienst. Du kennst unsere Herzen, du kennst jeden Einzelnen, der hier ist. Du kennst jeden, der hier zuhört. Du kennst unsere Herzen und betest gerade deshalb für uns und trittst für uns ein. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest diese Zungensprache, du möchtest erfüllt werden, sagst, ich will diese Zungensprache haben, ich möchte im Heiligen Geist getauft werden, dann heb doch deine Hand gerade mal. Ist da jemand? Ja, ich sehe diese Hand. Halt sie oben. Und bitte Jesus auf deinem Platz, in deinem Herzen, sag, Jesus, tauf mich im Heiligen Geist jetzt. Tauf mich doch im Heiligen Geist. Ich bete, Vater im Himmel, dass du jetzt gerade durch deinen Sohn Jesus Christus jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und der das hört, Jesus, taufe sie im Heiligen Geist jetzt und beschenke sie mit dieser Gabe, Herr, des Zungengebets, der Zungensprache, Herr. Mit all den Gaben, die du hast, Heiliger Geist. Komm mit deinem Feuer gerade jetzt, Herr. Ich bitte dich darum. Und komm mit dem Feuer, Herr, und der Leidenschaft, Heiliger Geist, die du hast für Menschen, für Verlorene. Komm mit diesem Feuer gerade jetzt, Herr. Und nicht nur jetzt, sondern von weiterhin. Brenne du mit deinem Feuer in unseren Herzen für die Verlorenen, Herr. Gieß aus, Heiliger Geist, den Geist des Gebetes über uns, über jedem Einzelnen. Heiliger Geist, tu dieses Werk. Wir rufen zu dir, wir strecken uns auf nach dir. Halleluja. Wenn du dieses Verlangen hast, dass der Heilige Geist dich ganz neu ausrichtet zum Beten, zum Wachen, für diese Leidenschaft für Verlorene, dann steh doch auf und heb deine Hände und sag, hier bin ich, komm, Heiliger Geist, und erfüll mich gerade jetzt. Ich gebe mich dir hin. Worum es geht, ist Hingabe, ist Unterordnung, Unterwerfung und zu sagen, ich gebe dir meinen Mund, Heiliger Geist, ich gebe dir meinen Körper, ich gebe dir dieses irdische Gefäß. Es soll dir zum Dienst sein. Halleluja. Danke, 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 Jesus.